Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballermann. Hier wieder von der Playa de Palma. Ende Januar zum Attacke. Zum Düsewochenende. Heute fragen wir Leute wieder nach ihren krassesten Suff-Stories. Ich glaube, das richtige Klientel ist hier auf jeden Fall vorzufinden. Ich hab Bock, ihr hoffentlich auch. Attacke. Ballern. Ich bin der Tommy hier. Freut mich. Schönen guten Abend oder guten Tag. Hallo. Lukas, du geile Sau. Ich liebe dich. Ja, einen wunderschönen guten Morgen von der Playa. Hier, Sauftrag ist das Motto. Bei dir, ein Saufprimat ist sie. Was ist die härteste Story, die dir jemals im Suff passiert ist? Ich sehe, du bist gut dabei. Ich muss nach Hause, tschüss. Also das Krasseste, was mir im Suff passiert ist, ist das, was ich auch nüchtern unheimlich oft erlebe, ist, ich ziehe mich einfach überall und vor jedem immer aus. Sass. Du ziehst dich aus? Ja. Pass auf, wir wollen ja hier keine Schnacke haben bei Ballermann, ne? Also, auf geht's. Wir haben Zensurbalken, tolle Dinger hier. Auf geht's hier. Auf geht's, halt drauf, halt drauf. Halt drauf, runter hier! Aber runter! Ja. Für YouTube! Runter mit der Hose! Für YouTube! Wir machen den Balken davor! Die krasseste Story im Suff. Hau raus. Alter. Die krasseste Story im Suff. Warte mal. Oh, also ich weiß, von der Nacht erzähle ich auf jeden Fall nicht so viel, aber ich habe ja jetzt die Geburtstag gehabt, aber. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, danke, da habe ich schon so einige Sachen. Du, die nehme ich, glaube ich, mit dem Grab, Alter. What? Ich trinke auch nur Wasser. Ich bin immer nüchtern, deshalb. In meinem Leben passiert gar nichts. Da passiert einfach nichts? Gar nichts. Also das ist nur Eis hier pur, das ist Apfelsaftschorle und das ist Radler. Denken Sie, diese rasante Geschichte ist frei erfunden oder wird Ihr Urteilsvermögen von der Wahrheit geblendet? Können wir weiter saufen? Ja, komm. Okay, tschüss. Ja, also, merkst du was? Boah, was Nasi-Mische, ey. Ja, also, die krasseste Story war gestern mit dir, als du mir die Pulle Pfeffi in den Hals geschüttet hast und deshalb sehe ich so aus. Also, ach, das ist Milo schuld gewesen. Habe ich gerade auf dem Video gesehen, wusste ich selber nicht, ja. Deshalb sehe ich so aus. Sorry. Sorry. Ich hol dir gleich eine neue. Dann gib mal das Mike. Ja. Mach, du machst das. Ich hab ja Durst. Ich hab eine, war auch vor Gericht und alles mit meiner Ex-Frau und mit den Kindern, aber. Vor Gericht? Das ist eine richtig tolle Frau, in meinen Augen. Weil die hat meine Kinder geboren und ist mit mir besoffen beim zweiten Kind in Krankenhaus gefahren unter Wehen. Im Auto selber. Ja. Aber ich war bei der Geburt und bei meiner Tochter. Das ist, du warst besoffen bei der Geburt deiner Tochter. Okay, mach Cut. Das ist eine gute Story. Alter. Was ist die krasseste Story, die dir jemals im Suff passiert ist? Als ich bei dir im Pagera aufgewacht bin. Was da passiert? War gut? Sehr geil. Abgesehen davon, ne, habe ich wieder alles Klischee erfüllt hier. Irgendwas krasses, was dir sonst mal im Suff passiert ist noch. Außer dass wir haben. Naja, ist Kotzen normal. Kotzen ist normal, ja. Ja, dann ist es auch nicht krass. Ja. Obwohl du ja eigentlich gar keinen Würgereflex hast, so viel gesoffen. Ja, das musst du ja wissen. Schick mir mal bitte eine SMS oder was? Ja, ich schick dir eine SMS. Ich schick dir eine SMS. Egal, was der erzählt, es stimmt alles. Es stimmt alles. Wenn Lukas was sagt, es stimmt. Ja, jetzt wollte ich dich eigentlich nach der krassen Story fragen, die dir jemals im Suff passiert ist. Bei dir natürlich schwierig. Ganz schwierig, da kann ich ja gar nichts so erzählen. Ja. Soll ich denn da sagen? Wäre ja alles gelogen. Aber ich lüge nicht. Ja. Der Bierkapitän lügt nicht. Wie war es gestern Nacht? Er wollte was sagen. Immer willst du was sagen? Ja, er wollte was sagen. Oh, schon wieder einer. Auf geht's. Hier. Eben haben wir einen Pimmel, jetzt einen Arsch. Willst du vorne auch noch machen? Entschuldigung. Na, ich schlafe immer in einem anderen Zimmer und weiß gar nicht, wo ich bin. Immer bei einer anderen Frau. Oder bei Männern. Je nachdem, ja. Ja, immer. Wir sind ja hier. Ja, irgendwo. Excuse me, wir haben 2023. Voll okay. Willst du noch einen Schluck? Ja, sehr gerne, du. Schade, ich kann bei Ihnen nicht mithalten. Ja. Ja, die Story ist einfach die, was auf Malle passiert, bleibt auf Malle. Das haben wir gerade schon mal gehört, aber. Der kann ich mal sehen, Alter. Ist gerade schlecht, Bro. Ja. Die Traumfrau meines Lebens gefunden. Du hast die Traumfrau, ja. Wer denn? Die ist jetzt gerade nicht da, war ich gerade im Hotel. Wie heißt sie? Sag mal. Eileen. Eileen? Ja. Du lügst doch. Nein, ich schwör's. Heißt sie wirklich Eileen? Eileen heißt sie. Wie heißt sie bei Insta? Eileen. Ja, Eileen. Gucken wir mal, oder? Gucken wir mal. Hör mal, dann sag ihr das doch, dass es deine Traumfrau ist. Guck mal, zeig mal hier bei Insta. Ja. Hier. A few hours later. Okay, Eileen, A-I-L-E-E-N.B-R-A. Voila.
Einmal. Ist deine Traumfrau? Ist meine Traumfrau. Hat sie gegönnt? Die hat gegönnt. Was hat die gegönnt? Alles. Ich schlafe seit 3 Tagen bei der. Mensch, lang nicht mehr gesehen. Lang nicht mehr gesehen. Wer sich erinnern kann hier, ist der Gangbang Kai. Wollen wir von der Gangbang Party von gestern erzählen? Ja, mit Nadine? Ich gebe euch beiden ein Bier aus, ja? Ja. Wenn ihr mir Nadine jetzt hier hinbringt. Nadine! Nadine! So, ihr habt euch euer Bier auf jeden Fall verdient. Ja. Nadine, ich habe gehört, du hattest gestern Gangbang. Ja, wie war's? War betrunken, ne? Ja? Guck mal, das ist Nadine, man kennt sie noch. Das ist Gangbang Nadine. Auf alte Zeiten mit Gangbang Kai. Hör mal, der plaudert jetzt wieder ein bisschen, ne? Wenn du das nächste Mal auf Malle bist, Nadine, ne? Meld dich bei mir. Aus Fehlern lernt man, also wenn ihr ihn seht, rennt. Rennt um euer Leben. Ich bin gelernter Friseur. Das sieht man geil. Sexy ohne Ende braucht man nicht reden, aber bei dir ja kein Wunder, ne? So. Oh. Ich hab dich lieb. Zimmer 208, du weißt Bescheid. Und jetzt bin ich aber Fußbodenleger, Leipzig, Montage. Kommt vorbei, geiler Ausschnitt, hamdallah. So, meine Lieben, das war wieder ganz anders wild heute hier an der Playa. Selbst im Januar hier absolut crazy Leute unterwegs. Ich verabschiede mich für diese Woche, aber bitte euch, teilt das Ding bis in die Stratosphäre. Liked und kommentiert, die Glocke nicht vergessen. TikTok und Insta natürlich auch nicht. Und bei Tinder erwarte ich auch ein paar Matches. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Attacke! Ballern.